Mein Sohn ist auch bei der Polizei. Er ist aber nicht zufällig Peter Faber. Doch. Also wenn Sie den mal sehen, dann können Sie ihm sagen, ich würde mich freuen, wenn er sich mal meldet. Ach, du gibst doch endlich auf. Was ist bei ihm? Warum kümmerst du dich so um ihn? Der Jupp hat sich sein Leben lang um andere gekümmert. Jetzt ist er immer dran. Um andere, ja. Aber seinen Sohn hat er ins Internat gesteckt mit 12. Mit 12. Ich hätte jeder ins Internat gesteckt. So wie du drauf warst. Ja, wie ich drauf war? Wie war ich denn drauf? 2 Jahre nach ihrem Tod. Du wirst mir nie verzeihen, ne? Deine Mutter. Die war sehr krank. Halt die Klappe und friss deine Bohnen. Komm, hau ab, na los. Ist Jupp bei dir? Nee, wieso? Er ist verschwunden. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo er sein könnte? Du bist alt genug, der wird schon klarkommen. Nee, wird er nicht. Er hat Demenz. Er ist noch einer. Ich bin's. Was soll das heißen? Ich bin's. Peter, dein Sohn? Mein Sohn ist hier. Das ist mein Sohn. Der Opa ist ein Freak. Er hat Lukas einfach seinen Stopp aus der Hand gerissen und auf die Gleise geschmissen. Hinten an der Müllerbrücke. Und hat ihm dann noch eine geklatscht. Lukas ist durchgedreht. Und hat dem Alten ordentlich was verpasst. Gut, dann zeig mir mal Ausweise, na los. Wieso das denn? Er kommt zack, zack, weil keiner meinem Vater einfach was verpasst, egal ob Überfall oder Unfall. Meine Mutter war krank, schwer depressiv. Halt die Fresse, Martin, halt die Fresse! 40 Jahre lang hast du deinen Vater gehasst! Dabei hat er dich nur verschont! Hat dir nicht gesagt, wer deine Mutter wirklich war! Dass dir alles zu viel war! Und zwar von Anfang an! Dass ihr euch verlassen wollte! Die wollte weg! Begreift das doch endlich! Die wollte weg von Jupp und weg von dir! Du bist krank, hast du das? Glaubt ihr ernsthaft, mein Vater tötet 2 Menschen und schafft sie dann über alle Berge? Der Mann ist fast 80. Das hat ein ziemliches Gewaltpotenzial, wir gerade erleben dürfen. Mein Vater kann überhaupt nichts damit zu tun haben. Wieso nicht? Weil er dement ist. Du musst mir helfen, bitte. Bevor ich ganz verschwinde. Peter hat mir erzählt, wie oft ihr beide zusammen hier unten wart, als er noch klein war. Okay, war das schön. Ich und mein Junge. Peter. Bleibst du noch ein bisschen? Keine Sorge, Papa. Ich bleib hier.